Am gestrigen Sonntag veröffentlichte die Sportbild interessanterweise ein langes Interview mit dem ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw, in welchem auch die zuletzt viel diskutierten DFL-Investorenpläne zur Aussprache kamen. Auf die Frage, ob die Fanszenen mit ihren Protesten letztendlich gewonnen hätten, reagiert Löw zunächst mit Unverständnis für die Spielunterbrechungen und weitere Scharmützel. Kurioserweise deutet er dann an, dass seiner Ansicht nach nur ein ganz kleiner radikaler Teil an Fans für die Proteste verantwortlich war und wirklich hinter ihnen stand. Indirekt spricht er sich auch metaphorisch für harte Maßnahmen wie Stadionverbote für genau diese Übeltäter aus. Ich habe diese Nachricht jetzt auch irgendwie gestern gehört. Ich als jemand, der wahnsinnig gern Fußball schaut und der Fußball liebt im Stadion und zu Hause, habe diese Unterbrechungen und diese Proteste habe ich irgendwie als extrem störend empfunden. Und mein Gefühl war, dass es eben nicht die Mehrheit dieser Ultras oder der Fangemeinde war, sondern eher so eine Minderheit. Und es gibt da im Stadion schon auch gewisse Spielregeln, an die man sich hält. Und das ist auch richtig so. Wenn ich ins Theater gehe und dort irgendwie für Unruhe sorge, dann macht der Hausherr wahrscheinlich von seinem Hausrecht Gebrauch. Und nach einer Ermahnung darf ich da vielleicht auch nicht mehr hingehen. Und deswegen finde ich, dass da einige und das auch noch vermummt so zum Ausdruck gebracht haben und das Spiel, das von Millionen Menschen so eigentlich auch geliebt wird, so gestört haben, das finde ich nicht in Ordnung. Darüber hinaus fügt er das Argument an, dass sich der Fußball weiterentwickeln muss. Im Zuge dessen müsse man sich an die Spielregeln halten. Zum anderen muss man auch vielleicht, sollen manche Ultras oder Fußballromantiker vielleicht auch noch ein bisschen darüber nachdenken, dass logischerweise die Welt sich hier auch ein Stück weit entwickelt. Und der Fußball ist halt einfach auch ein unglaubliches Entertainment geworden. Das hat natürlich auch seinen Preis. Und wenn man das jetzt gar nicht akzeptiert, da muss man vielleicht ein bisschen weiter runterschauen. Im Amateurfußball, wo das spielt die Kommerzialisierung vielleicht eben nicht diese große Rolle. Auch ein weiterhin aufrecht erhaltener Dialog sei förderhaft für die Öffnung des deutschen Fußballs. Zu guter Letzt fügt er an, dass vor allem Fans von Vereinen, die bereits zu einem Großteil Investoren geführt werden, einmal mehr nachdenken sollten, warum sie überhaupt für den Protest einstehen. Auf die Frage, ob sich der Fußball erpressbar macht, reagiert er hingegen abschließend etwas ratlos. Von daher ist der Fußball auch in der Weiterentwicklung. Also was ich mir jetzt wünsche, ist ganz einfach, dass es weiterhin einen Dialog gibt. Ich meine, ich habe ja nur auch gelesen, dass der Dialog erstmal abgelehnt worden ist. Das finde ich natürlich nicht richtig. Wir sind eine Demokratie und da ist schon gut, wenn man miteinander spricht. Ja? Also von daher würde ich mir wünschen, dass diese Gespräche wieder aufgenommen werden, weil auch der Fußball muss sich öffnen, muss sich entwickeln. Und diejenigen, die am lautesten schreien, die haben bei einigen Vereinen, die haben jetzt gewonnen. Ja, aber die sind vielleicht auch diejenigen, deren Verein an der Börse notiert ist oder zu 100% einem Unternehmen irgendwie gehört. Von daher sollte die mal vielleicht auch mal ein bisschen nachdenken. Es ist nicht damit getan, wenn man Tennisbälle auf den Rasen wirft. Damit ist es nicht getan jetzt. Hat sich der Profifußball jetzt erpressbar gemacht mit der Entscheidung? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass da nochmal eben Gespräche stattfinden. Und grundsätzlich die Idee, sich ein bisschen zu öffnen für Investoren, halte ich schon für richtig. Gut, wir werden sehen. Also im Moment scheint das Thema ja erstmal vom Tisch zu sein. Dafür haben wir wieder Ruhe in den Stadien am Wochenende.